In die Idylle der päpstlichen Sommerresidenz von Castel Gandolfo zieht sich Benedikt XVI. Nach seinem freiwilligen Amtsverzicht zurück. Aber noch bevor das Konklave Mitte März zur nächsten Papstwahl zusammenkommt, wird bereits heftig über seinen Nachfolger spekuliert. Der deutsche Benedikt und sein polnischer Vorgänger Johannes Paul II. Folgten auf eine lange Reihe von Päpsten aus Italien. Nachdem der Vatileaks-Skandal jedoch die Korruption und Machtspiele im italienisch dominierten Vatikan enthüllten, ist fraglich, inwieweit das Konklave wieder zu einem Italiener neigen wird. Unter den nicht-italienischen Kardinälen gibt es sicherlich ein gerütteltes Maß an Verärgerung und Irritation über die Kurie, die im Wesentlichen italienisch ist. Rein rechnerisch stehen die Chancen allerdings nicht schlecht. 28 der 115 wahlberechtigten Kardinäle kommen aus Italien. Gute Voraussetzungen für den Erzbischof von Mailand, Angelo Scola, den auch Benedikt als seinen Nachfolger favorisieren soll. Möglicherweise ist die Zeit auch reif für einen ersten Papst aus Afrika. Peter Turkson aus Ghana wäre ein Kandidat. Mit dem 68-jährigen konservativen Erzbischof von Quebec, Marc Ouellet, könnte ein jüngerer Papst auf den Heiligen Stuhl kommen, was sich viele Gläubige wünschen. Eine Erneuerung scheint indes unausweichlich. Benedikt XVI. Hatte selbst angesichts der vielen Skandale im Vatikan dazu aufgerufen. Aber auch ungeachtet der internen Querelen verlässt Benedikt den Vatikan in bewegten Zeiten. Themen wie Homosexualität und die Weihe von Frauen spalten weiterhin die Kirche. Der nächste Papst wird eine ruhige Hand brauchen, um die Kirche durch die stürmische See zu steuern.